Hallo. Guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitagabend. Wir beginnen mit Final Fantasy 8. Beziehungsweise wir spielen weiter. Zack, zack, zack. Die Lösung ist auf. Oh. Oh weh. Elgato erstmal weg. So. Dann drück mal hier OK und spielen. Wir sind, glaube ich, noch im Balamp Garden gewesen. Ne? Da geht's jetzt weiter. Di 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 di. Nächste Woche kein FF8, komplett Shenmue. Freue ich mich wie Sau drauf. Ab Dienstag und dann die ganze Woche. Oh. Doch, Controller-Input geht. Sehr schön. Hier waren wir. Der Ton ist ein bisschen laut bei mir. Sind wir von oben gekommen oder nicht? Oh, falsche Taste. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Oha. What the fuck? Geht direkt los. Oil Boils heißen die im Englischen. Sehe ich gerade hier. Keine Ahnung, ob ich von denen was Gutes ziehen kann oder so. Oder ob ich das überhaupt möchte. Kung Fu. Ein bisschen Kung Fu. Aber die kriegen gleich auf die Deckel. Kein Bock hier wieder stundenlang zu ziehen. Och, der hat mich lieb. Oh. Wenn der jetzt Kung Fu auf alle macht, nee, okay. Hat es den schon gekillt? Das hat ihn gekillt. Ein Angriff hat ihn gekillt. Ah, ich pack's ja nicht. Das zieht ihm gar nichts ab. Ich hab mit dem Erwin wohl irgendwas drin, was ihm nicht schmeckt. Aber das hier killt ihn. Das macht ihn platt. Magischer Stein. Brothers beherrscht nun L-Angriff-K. Wir müssen uns beeilen. Die Raketen könnten jederzeit einschlagen. Ne, ich gehe erstmal speichern. So, zuerst die Brothers. Ihr lernt als nächstes. Die könnten theoretisch, könnte ich denen mal schnell anfeuern beibringen. Das schluckt er jetzt nicht so viel AP. Wer hatten die drin? Guck. Sie hat die Brothers drin. Ah, sie hat Angriff aber schon. Okay. Braucht man das nicht. Aber ich will den Rest der Truppe mal heilen. Ich kann doch an Speicherpunkten Zelte benutzen, oder? Jetzt will ich jetzt mal kurz gucken, ob das geht. Zelt. Ja, tatsächlich. Wie sieht's denn aus mit den HPs? Erwin, Renoa. Ja, komm, ein Zelt kann man machen. Haben wir den ganzen Trupp voll. Wir sind schon bei 27 Stunden, wobei 7 Stunden davon nur Kartenspielen war. Ja, das ist es. Und alles klar bei euch. Ist überhaupt jemand da schon? Der Mick hat geschrieben gehabt. Und der Don Grobione. Mick ist immer da. Immer am Start. Sehr schön. Ja, sorry, es wurde ein bisschen später. Aber, ja. Passt ja. Ich wollte schon sagen, das geht sich ja aus. Ich höre das jetzt schon die ganze Zeit vom Senras und vom Kain. Cutscene. Servus Don, hi. Ah, ja, das habe ich gerade hinter mir, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Was gibt's Leckeres?
Oha. Die Augen, gell? Das ist Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So, bei dem Master muss ich was ziehen. Die unterste MD-Ebene. Holy shit, gibt's den Emote beim, das ist doch von FF7, oder nicht? Das ist doch der Barrett, oder? Die unterste MD-Ebene. Was sollen wir hier jetzt tun? The Barrett. Ah, aber okay. Woher sollen wir das wissen? Selbst der Direktor wusste es nicht. Bip, bup, bip. Na, tut sich was? Nee. Weil du einfach in dem Channel warst? Okay. Hast du den gekannt, der dir das geschenkt hat, oder? Ist es nicht besser, wenn du etwas planmäßiger vorgehst? Hast aber geile Emotes. Holy... Oh, geht's noch weiter? Hast du einen besseren Vorschlag? Oi. Krasser Scheiß. Was ein Scheiß. Neue Pakete. What the fuck? Wird dann aber auch entsprechend kosten, ne? Kriegst ja fürs... Oh. Fürs Verschenken kostet ja nicht den halben Preis oder so. Was zur Hölle? Boah, $500. Kannst laufen. Shit, ich helf dir! Geht nicht. Oh, Reste Pizza ist gut. Das ist geil. Mick, das ist super. Beste Smiley-Kombo. Meine Güte. Raketen. Boah, ist das eine geile Szene. Hallo, Herr Mendel. Aber die Cutscene geht mir gerade richtig gut rein. Die gefällt mir echt gut. Dieser Soundtrack dabei. Es bewegt sich. Oh, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Oh, wir hatten der Direktor shit geredet. Ach so, es ist... So ist es also. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geredet hat. Wie sieht es draußen aus? Ja, guck doch raus. Hey Squall, lass uns gehen. Dann haut sie einfach ab. Squall, wir gehen mal raus. Howdy. Ich mache mir auch Sorgen um die anderen Schüler. Können Sie mal nachgucken? Sicher. Oh, der rennt da schon ein bisschen hektisch rum. Hi, ich hatte mich versteckt. Ehe man sich's versieht, passiert sowas. Aber dich berührt das wohl überhaupt nicht, oder? Hatte ich vergessen. Wow, wie unglaublich blöd. Unglaublich dumm.
Nach wem muss ich denn jetzt genau gucken? Aua, mein Kreuz, diesmal meine ich es ernst. Hey, hast du mal hinausgeschaut? Du wirst es nicht glauben. Von der Brücke dort kannst du es sehen. Von der hier? Nee, oder? Nee, ich raus. Kann ich mit euch Triple Triad spielen? Holy shit. Oh. Oh, guck mal da. Ist so schön. Ich fühle mich wie ein Engel mit meinen Flügeln auf dem Rücken. Kann ich laufen? Hui. Geile Cutscenes. Ja. Es wird schon gut werden. Der Direktor ruft nach dir. Komm schleunigst zurück. Alla hopp. Flup. Squall, die Steuerung reagiert nicht. Ich meine, wo ist die Steuerung? Wir werden gleich die Stadt Balampram. Solange wir die schon unterwegs sind, müssten die doch schon längst drüber weg sein. Oh nein! Können wir hier nichts tun? Oh, die Stadt ist schon in Sicht. Squall, können Sie etwas machen? Das möchte ich selber wissen. Squall, bitte! Die Stadt kommt immer näher. Warum immer ich? Was soll ich denn tun? Ja, perfekt. Aber was? Gut gemacht, der Garten dreht ab. Jetzt dreht er durch. Das ist geil. Wow, gerade noch. Oh, das Meer, das Meer. Halten Sie sich alle irgendwo fest? Ach du Scheiße, außer Rand und Band, dieser Ballam. Oh, puh, das wäre erst einmal überstanden. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Wohin treibt der Garn? Solange wir nicht wissen, wie man das Ding steuert, überlassen wir lieber dem Wind alles. Nun, das Einzige, wovon wir genug haben, ist Zeit. Wir überlegen uns erst einmal, was zu tun ist. Ha, ha, ha. Mein Zimmer ist... Ich hab's nicht mehr lesen können. Oh, die Garde mache. Sehr schön. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich wünsche dir eine ruhige Zeit. Eine ruhige und schöne Zeit. Urlaub ist toll. Oh, ich hab schon gedacht, das Spiel hätte gehangen. Wie viele Stunden sind vergangen, seit der Garden abgehoben hat? Die Monster, die von den Pro-Masters aus der Übungshalle geholt wurden, sind beseitigt. Die in der MD-Ebene ebenso. Es gibt nichts mehr zu tun. Ach ja, ich muss Direktor Shit Bericht erstatten. Ich hab ja auch einige Fragen an ihn. Der Direktor muss im Stress sein, ob er wohl die Kontrolle über diesen Garden wiedererlangt hat? Gibt's jetzt das Magazin hier oder habe ich das schon mal eingesammelt? Das Meer. Langeweile, Lustlosigkeit, kein Bock. Zu viel Zeit, ich hasse es. Ich denke schon wieder zu viel nach. Dieser Squall, ach, der hat so Probleme, der arme. Selfie, wie es ihr wohl geht? War es okay, dass ich sie gehen ließ? Quistis, Xell, lebt ihr noch? Hexe, was sollte das werden? Wieso Raketen auf Garden abfeuern? Kiffer, kehrst du nicht mehr um? Ich werde mich rächen. Schaff was mit Computer, Herr Mendel. Mit Computer. Morgen. Warte mal, die Kamera noch ein Ticken. Ah, ne. Und Tick zurück. Ah. Schön, dass es schön abschließt. Oh, jetzt passen die Fenster nicht mehr. Ich bin ein Depp. Morgen. Hihi, wie süß. Gehen wir?
Wohin? Wir machen einen Rundgang. Ist das ein Befehl? Kein Befehl. Ich will nur sehen, wie ihr hier den Alltag verbringt. Na gut. Hui! Juhu, super! Ich freue mich so. Speichern. Ich hab gedacht, da kommt jetzt ein Boss-Battle. Aber ein Scheiß kommt. Ah, jetzt. Ich weiß, was ich machen muss. Sag mal, welcher ist größer? Der Galbadia-Garten oder dieser? Die hier. Der hier eigentlich, oder? Keine Ahnung. Sag mal, wo geht's da lang? Zum Parkplatz. Und dort drüben? In die Mensa. Squall, finde ich toll, dass du mich herumführst. Das ist mir so scheißegal. Kannst du nicht ein bisschen freundlicher, wenigstens normal reden? Sonst noch Wünsche? Squall ist motiviert. Squall ist Mitarbeiter des Monats, ohne Scheiß. Er hat so keinen Bock auf die Alte. Oh, die Dr. Kadowaki. Wo ist die? Jetzt muss ich doch der Helmut Kohl wieder nachmachen. Wo ist Direktor Sid? Er arbeitet viel zu viel. Falls ihr ihn seht, sagt ihm, er soll mal in die Krankenstation kommen. Wir haben viele keinen Rechner mehr zu Hause. Schüler Nummer 41269. Squall? Ja? Der ehrwürdige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Masterraum? Wo ist das? Fahr mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Okay. Der Speicherpunkt ist weg, ne? Gut. Weil jetzt ist wichtig, ich muss nämlich ein GF ziehen von dem Boss. Falls ihr Ahnung von diesem Spiel habt, ich weiß, dass es optionale GFs gibt. Wann muss ich die holen? Soll ich das dann nach dem Story-Abschnitt hier machen schon? Oder wieder was? Masterraum, Rentons zu Hause. Ja, so sieht's aus. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Das ist doch... Was macht denn der Irwin hier? Ist denn irgendwas passiert? Howdy. Was ist? Nein, ich bin dir nicht gefolgt. Lassen Sie mich los, ich muss noch mit ihm reden. Oh. Ach, das ist der Direktor. Hallo, Sheet. Sie verdammter geldgieriger Bastard, wie konnte ich Ihnen nur vertrauen? Die Seeds haben wir für die Zukunft geschaffen und jetzt ist die Zukunft. Das wissen Sie doch ganz genau. Oha, oh, was bist denn du für einer? Verflucht. Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, würde ich mich selbst warnen. Dass ich Norg nicht trauen darf, dass Norg nur an Geld denkt. Der alte Norgler. Hallo, Prongo, servus, so früh wie möglich. Okay, dann muss ich nachgucken, welche GFs ich überhaupt holen kann und muss mal schauen. Squall? Sie haben zugehört? Ja. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Und eine Frau im weißen Kittel? Was? Dr. Kavodaki wollte Sie sprechen. Sie schien etwas wütend zu sein. Wütend? Kann ich verstehen. Wer weiß, was der abgezogen hat, der Direktor Shit. Huiuiui. Ihr seid die Seeds, die aus Galbadia zurückgekehrt sind. Ja. Endlich seid ihr hier. Master Norg wartet auf euch. Folgt mir. Oh weh. Bronco, weißt du das? Was für GFs kann ich denn jetzt ziehen? Also optionale. Nach dieser Story-Mission quasi. Wenn Master Norg euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. Oh Gott. Oh, ich hab das gar nicht lesen können, weil ich das Geräusch nachmachen wollte.
Was ist denn das für einer? Meister Schwabbel oder was? Das ist der Master? Der Geschäftsführer des Gartens? Er ist kein Mensch, wir wussten es gar nicht. Beängstigend. Quirr, berichte mir über Hexe. Was sage ich zuerst? Kurz und bündig, zuerst das Ergebnis, dann den Verlauf. Wir konnten die Hexe nicht ermorden. Was für ein glorreiches Ergebnis. Wir bekamen Order von Direktor Shit, als wir im Galbadia Garden waren. Kaktor, okay. Ich muss mal gucken, wann ich die ziehen kann. Zusammen mit Irvine Kinius vom Galbadia Garden machten wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Gemeinsam mit Galbadia? Ihr wurdet reingelegt. Reingelegt? Ich verstehe sie nicht. Erklärt ihnen das. Jabba the Nork, ja. Unser ehrwürdiger Master Nork wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexe und Galbadia zusammenarbeiten würden. Master Nork wurde vom Master des Galbadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galbadia Gardens? Der Master von Galbadia Garden ist mein Untertane Dodonna. Die Hexe und der Garden sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, die Garden auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Master Nork hat eine Nachricht an den Galbadia Garden verschickt. Ein Auftrag, die Hexe zu beseitigen. Ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber... Ich will Schokolade! Der hinterhältige Dodonna hat euch ausgenutzt. Boah, er kann sagen, dass das mein Auftrag war. Diese hinterhältige Ratte. Schwabbel da ab. Sie meinen, dass der Balampgarten nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Vor dem geplanten Attentat kamt ihr zufällig vorbei. Daher wurdet ihr damit beauftragt. Dodonna-Wetter, was ein Twist. Allerdings war es ein Fehlschlag. Die Hexe lebt und... Wie wir es vorausgesehen haben, hat sie sich an uns gerächt. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wut der Hexe zu besänftigen. Kleinen Moment, das heißt also, dazu müssen wir die Attentäter hinrichten und der Hexe vorführen, als Beweis unserer Ehrlichkeit. Oh, der will uns killen. Schokolade! Wir werden Köpfe der Seeds vorzeigen. Hexe soll denken, dass wir unterwerfen. Was? Was? Say what? Leiser machen. So. Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Ihr gegen die Hexe verloren, ihr halten die Fress. Ah, die Schwabbelbacke. Der Direktor Sid sagte auch dasselbe. Hey. Sid? Der Idiot Sid hat Seeds auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie versagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten zu Ende. Sid, der Idiot, werde nicht vergeben. Er vergessen, dass ich finanziert habe. Zusammen mit Sid köpfe auch seinen Kopf für Hexe. Ich befahl Sid zu fangen. Die Schüler waren pro Sid. Das ist mein Garten trotzdem. Nein. Der Garten gehört nicht nur dir. Was dann? Direktor Sid und die Hexe Edeka. Gehört der Garten diesem Ehepaar? Das reimt sich, was? Der Direktor und Edeka sind verheiratet? Was soll das bedeuten? Jetzt weiß ich. Shit und Edeka wollen mich verbannen. Ihr seid auch pro Shit. Ich werde euch nicht vergeben. So, nicht vergessen, ich muss ziehen, ich krieg eine GF. An die Schwabbelbacke.
Rot, Gelb, Blau. Wenn rot, dann viel Zauber, solange Farbe nicht verändert. Mache Sieb mit Zauber fertig. Oh oh. Oh weh! Na, na, na. Nee? Na komm. Stimme vom Rainer Kasim. Kommt er jetzt raus? Ich will nicht zu viel. Ja, da ist er. Jetzt kann ich ziehen. Hallo, Schwabler. Das ist mein Garten. Ihr werdet das bereuen. Guck, wie der aussieht. Holy shit. Leviathan, let's go. Sehr schön. Ich muss doch auf den Noak schießen. Mein Gott, das war dumm. Das war dumm. Jetzt hat der Arnok Shell drauf. Ich scheiß mal auf alles andere und geh einfach nur auf ihn. So viel HP dürft ihr ja nicht haben, oder? Ach ne, jetzt greifen sie wieder das Ding an. Ich wollte doch auf den Noak. Dumme Scheiße. Das bringt ja mal gar nichts. Machen wir mal Shiva. Die Brothers. Und sag mal. Angriff auf den Dicken. Oh, falsch gedrückt. Ich ziehe eh so viel Zeug ab, das ist scheißegal. Anfeuern, anfeuern. Oh. Oh, alles verloren. Alles vorbei. Lass mal auch mal ein paar GF-Animationen sehen. Ich kann nicht mehr. Mehr Angst vor... Womit habe ich das verdient? Und tschüss. Und tschüss. Das war's. Yes, die Brothers beherrschen jetzt anfeuern. Und wir haben Leviathan. Ein Wasser-Pokémon. Das war ja witzig. Denk nicht darüber nach. Das ist aber... Was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Daher werde ich reingelegt. Daher werde ich ausgenutzt. Mein Leben ist so scheiße. Squall. Wir gehen jetzt zum Direktor. So, vorher schicke ich aber mal die Lage. Okay. Ja, das ist wirklich voll der Emo-Siff. Ist ein bisschen wie der Kylo Ren. Ihr seid alle so doof. Der Emo ist groß in ihm. Dem, dem, dem. Dem, 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 dem. Da ist das Kind. Ja, der ist wirklich ein bisschen wie der Kylo, oder? Also. So, wir müssen zur Krankenschwester. In die Infirmary. Ich muss aber jedes Mal nachlesen, wo das Zeug ist. Über Sandbeschwerden, ja. Was haben wir hier? Hast du Direktor Shit gesehen? Nee, ich will wissen, was da... Was war denn da oben nochmal? Aber nicht mein Zimmer, ne? Da gehe ich nämlich als nächstes hin. Erstmal speichern. Quartiere. Da.
Ah, warte mal, die Waffenausgabe. Nee, ist keiner da. Speichern. Ich glaube, Bronco hatte ich die schon geholt? Die Waffenausgabe im Zimmer. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Oh, ich drehe mir gerade schnell eine Zigarette. Dann schauen wir uns der nächste Cutscene an. Ich glaube, da müsste jetzt eine Cutscene kommen oder sowas. Und ich bin mal gespannt, sobald wir halt Free Roam haben, gucke ich mal, wo ich eine GF herkriege. Was ich holen könnte, was optional ist. Beziehungsweise, was halt jetzt schon Sinn macht. Wäre halt geil, wenn ich ein paar kriege. Und ich könnte Leviathan koppeln. Nicht unbedingt wegen dem Angriff oder sonst was. Sondern einfach, damit das Vieh schon mal was lernt. Koppeln. Warte mal, HP Reflex. Der ist voll. Oh, bei mir fehlen tatsächlich noch Körper und Geist zum Beispiel. Dann kriegst du Leviathan. Hm. Und schon kann ich Geist koppeln. Und eine dritte Element Defense. Shell sieht hier ganz gut aus. So, Geist. Mal mit Engel 66, Anti-Z sogar 70. Wenn nicht, nehme ich 70. Das sieht aus, als würde es am meisten Sinn machen. Dann nehmen wir Anti-Z. GF. Leviathan. Oh, Magika. Was gibt's denn noch? Hilfswandler. Ich weiß nicht, ob ich das später unbedingt brauche. Aber Magika ist auf jeden Fall nichts Dringendes. Also nächste Woche gar nicht. EL Defense sind Shell und Protestbombe. Okay. Also nächste Woche ist komplett Shenmue. Montag vielleicht. Montag treffe ich mich eventuell mit dem Raven King. Kann sein, dass wir da was streamen. Und erst übernächste Woche wieder ab Dienstag. Dienstags kommt der Andi. Übernächste Woche Donnerstag bin ich nicht beim Mick, glaube ich. Er hat gesagt, er kann da nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Schulhof, ne? War es doch Mensa oder ist es unten links? Wo ist denn das? Ach, ich guck einfach mal hier. Ah, hier. Willst du was vom Direktor? Ich will ihn sehen. Nun, der Direktor ist Dr. Kadowaki. Schon gut. Wirklich? Ja, ich habe mich genügend ausgeweint. Übernehmen Sie sich nicht. Es gibt eben viele Dinge. So, auf zum Director. Korrekt, musst üben, ja. Sie bekommen immer alles mit, wenn ich ins Fettnäpfchen trete. Nun, worüber wollen wir reden? Ich will die Wahrheit über die Seeds. Erklären Sie mir, was es mit den Seeds auf sich hat. Seeds sind Seeds, die Söldnertruppe des Balampgarden. Danke. Sie scheinen wohl zu ahnen, dass mehr dahinter steckt. Ich bin immer der Letzte, der die Wahrheit erfährt. Ja, mir geht's so schlecht. Das Leben ist so scheiße. Ich erfahre immer alles als Letztes. Als Kind habe ich mir einen großen Zeh gestoßen. Die Seeds kämpfen gegen Hexen. Der Garden bildet die Seeds aus. Die Einsätze, die von den Seeds erfüllt werden, sind Vorbereitungen auf den Kampf mit der Hexe. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schrecken versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. Hm. Herr Mendel, bevor du gehst, pass mal auf. Hier ist ein Link. Stream. Und da ist ein Kalender. Da trage ich in Zukunft immer ein, welche Streams demnächst kommen. Kannst du gucken, ist auf der Nageria-Seite. Ist auch, wenn du auf die Hauptseite gehst, in der Sidebar.
stehen die nächsten 3 Streams, die anstehen. Und da kann man immer schauen. Aber schön, danke fürs Einschalten. Und schönen Urlaub, Herr Mendel. Jetzt, wo eine Hexe die Welt in Angst und Schrecken versetzt, beginnt für die Seeds der richtige Kampf. Okay. Was? Ich will nicht weg. So. Nun, worüber wollen wir reden? Über die Hexe Edeka. Erzählen Sie mir etwas über Edeka. Ich habe gehört, sie wäre Ihre Ehefrau. Das ist richtig. Edeka war seit ihrer Kindheit eine Hexe. Ich habe sie geheiratet, obwohl ich es wusste. Wir waren glücklich. Wir haben beide hart gearbeitet. Wir waren wirklich glücklich. Ja, harte Arbeit macht glücklich. Eines Tages sagte Edeka, sie wolle einen Garten gründen. Ich war von der Idee begeistert. Die einzige Sorge war das Ziel der Seeds. Dass Edeka und die Seeds eines Tages zusammenprallen würden? Edeka hat nur gelacht und sagte, so etwas würde nie passieren. Aber trotzdem. Sieht der alte Stecher. Der Hexerammler. Unglaublich. Du alter geiler Bock, du. Über Master Nork. Erzählen Sie mir etwas über Master Nork. Er ist vom Stamm des der Schumis. Brauchst nicht lachen, Schatz. Die Schumis, die fahren alle. Verglichen zu seinen Stammesgenossen ein Sonderling. Ich traf ihn, als ich das Kapital für den Bau des Gartens sammelte. Er war interessiert und wir wurden uns einig. Mit seinem Geld wurde der Garten errichtet. Aber die Unterhaltungskosten für den Garten waren gewaltig. Um die Kosten zu decken, haben wir begonnen, die Seeds als Söldner zu entsenden. Norks Geschäftsmethode trugen stets Früchte. Immense Geldmengen flossen in unsere Kassen. Das ist wie aktuell in Team Red Bull. Das ist unglaublich. Die Schumis. Und der Garten veränderte sich. Die ursprünglichen Tugenden wurden vergessen. Die Wahrheit vertuscht. Soll ich fortfahren? Es war alles mein Fehler. Ich hätte mich deutlich äußern müssen. Nee, Norg, ich mag das nicht. Bericht oder Zukunft? Ich weiß nicht, vielleicht triggert halt irgendwas, dass das Spiel weitergeht. Ich will Bericht erstatten. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich weiß in etwa, was passiert ist. Nichts Gescheites, ne? Die erkennt man, genau, die Mitglieder vom Stamm Schumi erkennt man am Kinn, das stimmt. Das ist das Erkennungsmerkmal. Was wird nun mit dem Garten geschehen? Zunächst müssen wir unsere Irrfahrt beenden. Danach bleibt nur zu hoffen, dass der Garten und die Seeds sicher ihrer eigentlichen Aufgabe bewusst werden. Okay. Jetzt muss ich Richtung... Bibliothek. Ach ja. Und was habt ihr so am Wochenende geplant? Was ist denn jetzt los? Squall! Squall! Habt ihr Direktor Shit gesehen? Auf der Krankenstation. Wieder was los? Geh mal aufs Außendeck im 2. Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht sind das die Galbadianer. Vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir es dem Direktor melden. Und tschüss. Mörfelden morgen aufs Maul hauen. Ich wünsche dir viel Erfolg, Mick. Eventuell streame ich morgen Abend nochmal. Ich weiß es nicht. Kann der Mick gar nicht dabei sein. Sehr traurig. 2. Stock. Musst du absagen, Mick. Geht nicht anders. Gehen wir mal aufs Deck. Schauen uns um. Ich gehe mal kurz ins Klassenzimmer und guck nach, ob ich da speichern kann. War da nicht ein Savepoint irgendwo? Ich bin immer paranoid, dass ein Spiel abstürzt und alles weg ist. Ganzen Gespräche nochmal. Kann mal jemand von euch nach optionalen GFs auf CD2 googeln? Vielleicht findet man direkt was. Ein Schiff?
Ein galbadianisches Schiff? Du bist erst paranoid, wenn du es dir einbildest. Stimmt. Ist Direktor Shit hier? Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galbadia? Wir sind Seeds. Dieses Schiff gehört Edeka. Wir sind die Seeds der Hexe Edeka. Seeds? Wir kommen rüber. Wir sind unbewaffnet. Wie die da drauf springen. Was soll denn die Scheiße? Wir kommen in Frieden. Wie sind die angezogen? Was ist mit euch los, Leute? Können wir mit Direktor Shit sprechen? Wir suchen Direktor Shit. Ja, ich hab's verstanden, dass ihr den scheiß Direktor sucht. Ich bin hier. Direktor Shit, wir sind gekommen, um Elion abzuholen. Sie ist hier nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich. Leider haben sie recht. Elion? Die Elion? Aus Windhill? Squall? Sie müssten doch Elion kennen. Sie ist irgendwo in diesem Garten. Können Sie sie hierher bringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben sie hier zu suchen? Squall? Verstanden. Zwei Stück sollte ich bekommen können. Okay. Gucke ich gleich nach. Wenn ich frei bin. Hey, Squall. Elion ist doch die... An der Laguna gehangen hat, oder? Wahrscheinlich. Hast du eine Ahnung, wo sie steckt? Dann suchen wir sie, ja? Yes? Sag mal, Squall, wer ist diese Elion? Sie taucht in der anderen Welt immer auf. Willkommen in Frieden, verbrennt sie. Ja, der hat direkt Schwert gezogen. Zack! Bin ich jetzt alleine? Jetzt muss ich übrigens in die Bibliothek. Da ist sie, die Alte. Ja, ist ein Stuck. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ja, die Seeds sind aus Berlin. Das habe ich auch das eine Mal. In der einen Mission habe ich sogar gesungen, dass es die sind. Die singenden Caballeros mit einem bombigen Beat. Bücherei! Da müssen wir hin. Elli! Da ist sie. Ach, Ajo. Ich bin echt mal auf die Story gespannt, was da los ist überhaupt. Das ist alles total Banane. Was ist denn, Squall? Bist du etwa Elion? Ja, ich bin Elion. Du nicht? Du bist Elion? Die Elion? Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich. Mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir! Was war das eigentlich? Wer da steht wie so ein Pitbull? Es tut mir leid, Squall. Ich kann es dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit in eckigen Klammern. Also doch die Vergangenheit. Es heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern? Die Vergangenheit? Meinen Sie das im Ernst? Lächerlich. Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt. Es tut mir wirklich leid. Schon wieder, durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Ich bin schon wieder so verwirrt. Warum ich? Ich hab genug zu tun, lass mich in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Versuch mich nicht einzuwickeln. Wenn Fische einsam sind, sind sie allein. Oh Gott, Bronco. Oh Mann. Squall, hast du Elion gesehen? Da steht sie doch, du Depp. Das bin ich. Alles in Ordnung? Elion hat mir zugeflüstert. Du Arschloch!
vertraue nur dir. Oh. Oh. Elion. Warum ist man immer von anderen abhängig? Emo Overlord, ja, der ist echt schlimm, ey. Der ist richtig schlimm. Oh, du Sasuke. Jeder soll sich selbst in seinem Kram kümmern. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. Ich bin schon groß, ich kann das alleine. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles alleine erledigen. Also doch nicht, scheiße. Ich war von vielen Menschen abhängig. Von der Putzfrau, von der Krankenschwester. Ah. Ey, so ein Boot will ich auch. Sieht geil aus. Das gebe ich ja zu, weil andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und ich bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? So ein scheiß Emo. Sagt es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand? Bin ich also doch abhängig? Was sind das für... Oh, nee, jetzt bin ich Baby-Emo. Nee. L. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Der ist aber cool, hey, mit seinen Baggies. Der sieht aus wie, Scheiße. Charlie Brown? Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Steht er alleine im Regen. Ach Gott. Morgen auch. Ich hab nicht geschlafen. So eine schöne Begrüßung. Ich hab nicht geschlafen, verpiss dich. Ach wirklich? Du hast auf einem Schlaf etwas gemurmelt. Verrate ich dir aber nicht. Hey, gehen wir spazieren? Schon wieder? Das letzte Mal war es ein Rundgang. Diesmal gehen wir einfach spazieren. Geh doch alleine, du bist hier in Sicherheit. Du sollst mich ja nicht beschützen. Hör zu. Wenn du alleine bist, runzelst du immer die Stirn. Das ist der Grund, warum deine Wunde nicht ausheilt. Immer wenn sich ein Schorf bildet, bröselt er herunter, stimmt's? Voll die Egelfresse, das Squall. Jedes Mal runzelt er die Stirn, der ganze Eider und der ganze Scheißdreck läuft runter. Oh, das Spiel macht mich heute fertig, ey. Immer wenn sich Schorf bildet, bröselt es herunter, stimmt's? Gott, den kann schon nirgends hinlassen, ey. Was ich damit sagen will, ist, auch wenn ich eine eingebildete dumme Gans bin, denke ich doch, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dich von deinen Sorgen ein wenig abzulenken. Stimmt's oder habe ich recht? Blödsinn. So ein Blödsinn. Leg mich wieder hin. Bist doof. Oh, euer Hochwürden Squall scheint wohl etwas schief gewickelt zu sein. Kennen Sie schon. Absolut ganz klar. Was ist denn da los? Entschuldigt die Störung, euer Merkwürden. Scheiße, scheiße, habe ich jetzt was Falsches gemacht? Hätte ich normal mit der rumrennen sollen? Ach Gott. Oi, 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 oi. Ach Gott. Jetzt habe ich es verkackt. Servus Mario, hi. Ach, und der Kyle auch da. Servus, hi. Jetzt bin ich tatsächlich alleine. Scheiße. Rinoa, wart auf mich. Oh, jetzt ist er echt... Die ist echt weg. Oh, oh. Guten Tag, hier spricht Direktor Shit. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Schulsender wieder in Betrieb ist. Hm? Was geht mit dem ab? Fahrt er auf Rollerblades? Nicht mein Tag heute. Etwas Riesiges müsste mal kommen. Da huscht's, Opa. Da huscht's. Oh. Probeeinsatz, geil. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der arme Opa. Renn! Renn!
Oh, what the fuck? Oh, ist das kaputt? Squall, Squall von den Seeds, kommen Sie umgehend ins Direktorat. Ich wiederhole, Squall, bitte umgehend ins Direktorat. Ja, alles klar, Mario. Bisschen müde, aber alles gut. Und bei dir? Wie war dein Probeeinsatz? Ach Gott. Bitte handeln Sie mit Bedacht. Und das ist wichtig, verlassen Sie den Garten nicht. Es ist nicht gestattet, den Garten ohne Erlaubnis zu verlassen. Ah, Sie sind es, Squall. Squall, ein Befehl. Verlassen Sie den Garten. Gehen Sie mit Irwin und Renoa nach Fisherman's Horizon. Ihr Auftrag, uns für das Chaos entschuldigen und Ihnen unsere friedlichen Absichten mitteilen. Wir haben es nicht so gemeint, wir haben es... Und vergessen Sie nicht, die Stadt auszukundschaften. Verstanden. Warum eigentlich ich? Was ist los, Squall? Gefällt Ihnen der Befehl nicht? Nicht wirklich. Die Seeds sind keinesfalls nur eine Gruppe von Kämpfern. Ich möchte, dass Sie die Welt da draußen kennenlernen. Gehen Sie jetzt, Squall. Und tschüss. Wie aktiviere ich ihn? Ah. Ah, cool. Ich hoffe, die Stunde war nicht so langweilig. Bin da. Hey, wir können doch raus. Nimm mich doch bitte mit. Wir werden in Fisherman's Horizon an Land gehen. Wir entschuldigen uns für das Chaos und werden zudem die Stadt auskundschaften. Nach Fisherman's Horizon kommen wir über das Außendeck im zweiten Stock. Dort können wir raus. Das hat mir jemand erzählt. Aber ja, wir sind noch gar nicht frei. Wir können noch nicht frei die Welt erkunden. Schade. Schade. Das bedeutet nämlich, wir können die GFs noch nicht holen. Da hat jemand eine Quetzalcoatl-Karte. Locate the Major's residence in the middle of the city. Go upstairs and speak with Major Dope. He also carries the Quetzalcoatl card. Ha! Wir holen eine Karte. Mal was Neues. Die Videos, die ich gestern oder vorgestern veröffentlicht habe, waren direkt der Anschluss zu dem Stream hier. Ich habe geguckt, dass ich sie gut raushau. Also ich habe jetzt gerade gegen Nork gekämpft. Und bin jetzt mit dem Balamp Garden in Fisherman's Horizon gelandet. Da sind sie. Ihr ahnt es vielleicht schon, aber ich muss euch warnen, bevor ihr an Land geht. Wir hassen Gewalt. Innerhalb der Stadt sind Kämpfe verboten. So lautet das Gesetz in dieser Stadt. Habt ihr verstanden? Ja. Wir repräsentieren den Garten. Wir kommen mit friedlichen Absichten. Nee, du hast nicht viel verpasst. Du hast jetzt, um genau zu sein, 40 Minuten oder so verpasst. Willkommen in Fisherman's Horizon. Nennt es einfach FH. Im Zentrum ist das Haus des Bahnhofsvorstehers. Stattet ihm einen Besuch ab? Mit Bahnhofsvorsteher meinen wir den Bürgermeister von FH. Das hatten wir auch vor. Halb elf. Ich mach bis halb elf. Verbrechen ist illegal per Gesetz. Du Depp. Sorry. Der Spruch ist so geil. Das hatten wir auch vor. Gut, dass wir uns verstehen. Ganz schön demoliert, was? Schatz? Ja. Ist halb elf okay oder soll ich länger machen? Mache ich noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen. Guck mal, wie es läuft. Guck mal, es tut uns leid. Der Garten geriet außer Kontrolle. Wir konnten es nicht verhindern. Macht euch keine Gedanken. Zum Glück wurde ja niemand verletzt. Außerdem lieben wir es, Dinge zu reparieren. Die freuen sich auch noch drüber. Fühlt euch wie zu Hause. Danke, dass ihr es kaputt gemacht habt. Endlich haben wir was zu tun in dem Dreckskaff. Dieses Muster, ihr seid der Balamp Garden, oder? Richtig, woher kennt ihr uns? Ob wir Bescheid wissen? Wir haben die Hülle bemalt, es ist schon sehr lange her. Das war noch Zeit. Denkt an den Bahnhofsvorsteher. Ja, ich weiß ja, dass ich zum scheiß Bahnhofsvorsteher muss. Hey, wir machen uns auf die Suche. Blim, blim.
Gott, der Soundtrack von dem Spiel ist so dermaßen geil. Den hätte ich gern auf CD, aber ich glaube, das kostet extrem viel. Könnt mir vorstellen, dass der viel wert ist. Alter, der heißt einfach nur Alter. Der Balamp Garden scheint völlig kaputt zu sein. Das kommt davon, wenn man ihn nicht richtig wartet. Ich hoffe, ich habe eine gute Oberstimme. 50 bis 100, oh, das geht sogar noch. Wenn du es importieren lässt oder wenn du es direkt von dort holst? Ja, ich hoffe auch, dass eine PS4-Version kommt, Mario. Dann würde ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Vor Ort, schwieriger. Okay. Bekanntes Gesicht, soll es nach unten gehen? Joa. Okay. Willst du nach Esther? Esther? Liegt am Ende der Schienen, der berühmt-berüchtigte Staat. Etwa nicht? Jeder, der nach FH kommt, will dorthin. Deswegen dachte ich, da keine Züge fahren, geht man am besten von FH zu Fuß. Stumpfsinnig, oder? Ach ja, ihr seid ja nur hier, weil ihr einen Unfall hattet. Sorry. Okay, steigt ein. Oh, da sind auch die Striche um die Windräder. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Mario, aber ich habe so eine Mod drin, was die Grafik ein bisschen aufpoliert, aber da sind ab und zu in manchen Bildschirmen sind ein paar Bildfehler, so leichte. Aber ist alles verkraftbar. Ja, so ist es. Ja, und so kam er auch in die Stadt. Weise Worte, Don. Weise Worte. Oh. Ah, Speicherpunkt. Speicherpunkt ist schön. Regina. Speicherpunkt ist nämlich aus dem Grund schön, weil ich ja Karten spielen muss. Ich hoffe, dass da eine gescheite Regel ist in dem Kaff. Und nicht irgendwie wieder random Scheißdreck. Das wird mir nämlich tierisch auf die Eier gehen. Schaut, da vorne steht das Haus des Bahnhofsvorstehers. Ja, ich weiß. So. Was eine kranke City. Sind das alles Foto? Ist es eine riesen Photovoltaikanlage? Die Stadt? Ja, da muss ja eine Hitze drin sein, ohne Ende. Was ist denn los? Fisherman's Ho Scheißen, ey. Hier wohnt der Bahnhofsvorsteher. Geil. Mitten in der Mitte. Kann man hier was machen? Blub, blub, blub. Aber ich bin froh, dass ich die PC-Version genommen habe, nicht die PS3-Version. Allein für schnell rausgehen und wieder reingehen. Ach Gott, das bekiffte Pärchen. What the fuck? Die Hippies. Deswegen heißt der auch Dope. Guckt ihr den an, der sieht auch schon aus wie Dope. Setzt euch. Voll Knorke, setzt euch. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wann wollt ihr abreisen? Ist ja ziemlich direkt. Sobald der Garten abflugbereit ist. Und wann soll das sein? Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht einmal, wie der Garten überhaupt funktioniert. Ich werde einen Techniker beauftragen. Er wird die Reparatur ausführen. Einverstanden? Ein Außenstehender soll den Garten betreten? Das kann ich wohl nicht alleine entscheiden. Wenn ihr keine Befugnisse habt, solltet ihr es vorher absprechen. Peace, Mann. Gefällt mir gar nicht. Fallen wir euch zur Last? Die werden schon ihre Gründe haben. Es interessiert mich im Grunde nicht. Ihr habt voll gute Schwingungen. Resident Evil könnte von mir aus gestern schon erschienen sein. Ey, ich freue mich wie Sau. Alter, der Kai und ich machen einen Release-Stream am Tag. Spielen wir es direkt durch. Hoffe ich doch. Aber nicht so wie der Matthias, gell? Der unbedingt Zero spielen wollte und dann bis Ewe gepennt, ne? So nett. Ihr seid eine Gruppe von Bewaffneten. Löst ihr nicht Probleme mit Gewalt? Gewalt finden wir voll nicht knorke. Das widerspricht unseren Grundsätzen. Und die Tussi heißt Flo von ihm. The Dope und die Flo. Wir glauben fest daran, dass man Probleme durch Gespräche lösen kann.
Wenn man sich gegenseitig verständigt, sind Kämpfe nicht notwendig. Peace, ja. Da hat sie recht. Und wie sie recht hat. Gewalt ruft Gewalt hervor, Leute. Deswegen möchten wir nicht, dass ihr hier bleibt. Kommt, wir gehen zurück. Ihr habt voll die schlechten Schwingungen. Ja, das könnte gut passieren, dass du dann die Sucht verfälschst. Du scheinst ja Regeln zu kennen, die in dieser Gegend ungebräuchlich sind. Nehmen wir doch einfach die Galbadia-Regel hinzu und spielen. Ein Spiel gefällig? Ja, komm. Bist gerade eben gepennt. So sieht's aus. Sudden Death, same element. Was ist denn die Sudden Death-Regel? Holy shit. Der hat gar keine Quetzalcoatl-Karte. Sollen die... Ey, wenn ich jetzt raus muss... A wird zu 9. Minus 1 ist 7. So, die... Wow! Gerade noch Glück gehabt. Ja. Die Same-Regel hat sich hier verbreitet. Ein Spiel gefällig? Peace, Mann. Ich will dein Quetzalcoatl... Mick, diesmal ist es wirklich eine Quetzalcoatl-Karte, gell? Oh, wir sehen nicht, was er hat. Oh weh. Ach scheiße, wenn er jetzt zwei hat mit dem Ding, kriegt das Same. Ah, das war dumm. Alter, leg deine scheiß Karte jetzt. Pop. Yo, lass mir Zeit. Es fällt mir ein bisschen schwerer, in dem Zustand zu spielen. So, dann legen wir den hier hin. Kotzakotz. Nein, 5! Oh, das war... Das war eben scheiße gefährlich. Gut. Ich habe ein Problem. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Unentschieden. Oh, Sudden. Das ist Sudden Death. Holy shit. Ja, ey, das hat lang gedauert. Das hat richtig lang gedauert. Das war nicht schön. Ah, ich hätte lieber Diablos gelegt. Egal. Egal, drauf geschissen. Ich habe echt das Gefühl, ich mache mehr so Verteidigung gerade. Als alles andere. Unentschieden, nochmal. Es hieß ja erst Anfang des Jahres. Letztes Jahr. Und dann war es im April oder Mai war das Internet da. Diesmal machen wir es so. Legen Diablos dahin. Oh Gott, der braucht ja so... Bei dem ist es Highspeed-Internet noch nicht da. Ich will doch nur die scheiß Quetzalcoatl-Karte und wahrscheinlich verliere ich jetzt auch noch eine. Bei meinem Glück. Telekom. Ich bin zur Telekom gegangen. Ich hab gedacht, da greift die Same-Regel. Ich raff diese Same-Regel nicht ganz. Aber Telekom ist ja relativ teuer. Bin aber soweit eigentlich super zufrieden damit, weil keine Ausfälle und nix. Bis jetzt. Toi, toi, toi. Also ich hab noch nicht einmal Probleme. Ich krieg zwar nicht die komplette Leistung, aber ist in Ordnung. Ist nur ein bisschen weniger, ja, also vollkommen okay.
Gott sei Dank. So. Also die hier wäre rare. Die habe ich aber, glaube ich, schon. Nehmen wir die. Quetzalcoatl-Karte. Sehr schön. So, head for the residential area outside the station yard and approach the confrontation between the general and the major. Defeat. Okay. Alles klar. Halt, stopp. Ich muss gerade mal was gucken. Gut, beim nächsten Boss brauche ich, glaube ich, nichts ziehen. Ne, es sind glaube ich, so knapp 10%. Squall, was Sie gesagt haben, regt mich so auf. Wir sind eben nicht überall willkommen. Wo sind meine Filter? Ja, bei dir ist es dieses Quicks, ne? Du hast ja gesagt, dass die das alles umgebaut haben, oder? Oder gab es bei Quicks Probleme? Und zockst du im Moment, Mario? Ich glaube, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen auf der PlayStation, oder? Oder ich habe es halt einfach wirklich nicht gesehen. Hi, servus! Oh oh, galpatianische Truppen. Wer hätte es gedacht? Wartet! Die Galbaldianer haben es doch auf euch abgesehen. Ja, vielleicht. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir würden ja schon kämpfen, aber sie konnte das etwas freundlicher sagen. Flo, du darfst nichts erwarten. Außer kämpfen können sie ja nichts. Die scheiß Hippies. Das kann man auch freundlicher sagen. Okay, aber die haben das ja ausgebaut, ne? Oder bist du jetzt dort oder bist du bei der Telekom? Man kann alles bereden. Wenn das bloß so wäre. So. Oh, kann ich nochmal ziehen? Geil. Quicks, okay. Ist auch ein lustiger Name. So. Ah, ich kann mal die weiteren Seed-Missionen machen. Ist das hier richtig? Betrug, na, er hat ja richtig ernst geguckt, der Chef. Der Bahnhofsvorsteher ist zum Bahnhof gelaufen. Habt ihr was damit zu tun? Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Immer geradeaus, es ist nicht weit. Okay. Man kann ja übers Kämpfen reden. Übrigens, danke an alle, Gav, fürs Einschalten. Freue mich auch, dass du immer oder öfters dabei bist, Don. Finde ich cool, das freut mich. Wir müssen etwas unternehmen. Wenn die Galbadianer es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden sie gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elion heißt. Elion? ...50 Stunden MGS-Marathon bei Easy Allies. Wer spielten? Michael Huber wahrscheinlich, oder? Ja, aber es passt ja auch öfters. Also von daher. Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich, wir kennen keine Elion. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edeka. Bitte nicht. Das kann ich doch nicht machen. Willst du als Erster sterben? Oha. Einschreiten. Ich muss den Dope retten. Na klar, Squall. Na klar,
Na klar. Warte mal, was war denn der Zauber, den ich unbedingt haben wollte, falls sie den haben? Weil die Roten haben den als. Kuppeln. Squall. Refleck. God of War, aber das war's. Okay. Ich hab die Dauerne. Ja. Wer seid ihr? Wir sind Seed und das ist unser Gebiet. Hey, hier sind die Seed und das ist ihr Gebiet. Hol den eisernen Karl. Es tut mir leid, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Squall! So, ich schaue jetzt mal nach. Bei dem Blauen kann ich wahrscheinlich nichts Interessantes sehen. Deswegen werde ich die gleich erledigen. Wenn dem wirklich so ist. So, Draw. Ne, die sind langweilig. Und der ist auch langweilig. Alles klar. Dann, let's go Angriff. So ist er stumm. Oh, der hat gesessen, Alter. Der hat gesessen. So saßen viele rum, dann spielen es viele. Easy Allies solltet ihr alle mal reinschauen in die Podcasts und so von denen. Das ist jetzt die alte Game Trailers Truppe. Und bei denen habe ich eine Zeit lang regelmäßig geschaut. In letzter Zeit habe ich nicht mehr so die Zeit gehabt. Das sind super sympathische, super geile Kerle, die komplett durch Patreon finanziert sind. Kann ich nur empfehlen. Machen auch extrem gute Reviews. Die sich oft mit meiner Meinung decken bei Spielen. Was halt auch dazu beiträgt, warum ich sie so mag. Irgendwas kommt auf uns zu. Bom. Was kann ich bei dir ziehen? Deine Texturen sehen komisch aus. Ist das eine Geheimwaffe? Hier. Ich glaube, ich ziehe Protest von dem. Stopp. So, Protest zaubern. Shell bin ich voll. Protest zaubern. Ja, ey, das war geil. Das hat mich richtig gefreut. In dem Moment, wo er dann drin war, gell, ich war voll aufgeregt, hab ich gedacht, benehme ich mich jetzt oder was mache ich jetzt? Ja, das war wirklich bodenständig. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll irgendwie. Also, du hast ja gesehen. Was macht ein Shell nochmal? Egal, Shell und Protest, wenn ich das zauber, das wird schon passen. So, dann gucken wir mal, dass ich beim Erwin ein bisschen ziehe. Protest. Ah, kein Platz mehr. Shell, kein Platz mehr. Das ist gut. Zieh ich Stopp bei ihm. Ja, den habe ich gehört. Fand ich gut. Abwehr gegen Zauber steigt für eine Weile. Okay. Shell ist Protest für Zauber. Okay. Ja. Muss mal gucken in dem YouTube-Video. Das habe ich extra, habe ich den im Titel mit drin. Der war da drin, der hat das auf Twitter gesehen und ist dann mit rein. Ist dann aber auch einfach gegangen, der Babsack, ne? Ohne Tschüss zu sagen. Irgendwann war er weg. Hab mich ein bisschen halt mit ihm unterhalten. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich Final Fantasy 10 schlecht geredet habe, ist er gegangen. Das war dann zu viel.
Ah, ich muss ihn triggern, der muss öfter kommen. Kriege ich hier den Fame ab. So, ich ziehe aber nicht mehr lang, ich mache den gleich fertig. Nur ein bisschen Stopp ziehen. Der ist voll mit Shell und Protest. Brauche ich Stopp überhaupt ziehen? Ist das überhaupt ein guter Zauber? Bei ihr ist Shell und Protest noch zu ziehen, okay. Dann ziehe ich in der Zwischenzeit mit den anderen Stopp. Piu! Der Angelo-Sturm. Der Angelo. Ah, oh, das ist so dappisch. Ja, das stimmt allerdings. Vor allem hier bei mir. Da ziehe ich ohne Ende. Was war denn Forsaken nochmal? Ich müsste mal umstellen, dass ich immer die Commands, dass die gespeichert werden. Und dann denke ich mir, vielleicht ist das gar nicht so gut. Ich weiß nicht. Ah, sehr schön. Quinoa ist voll. Na, nicht zaubern, lagern. Ach, Destiny-Erweiterung. Oh, okay. Eine Travestie-Show, ja. So sieht's aus. Draw, 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 draw. War das Shell oder Protest, was ich gezaubert habe? Ja, aber die Dosen sehen geil aus. Ich finde auch die Call of Duty Dosen machen was her. Ist doch der, den ich versucht habe zu killen und es hat nicht geklappt, oder? Komm, ich mach noch Protest voll und dann ist gut. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang. Aber die zieht ordentlich. Wenigstens zieht die ordentlich, ey. Stopp mal eins am Arsch. Rat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 . Das war die Robospinne, okay. Überall Kokain. Ja, nee, für die Collector's Edition von Resident Evil bin ich zu geizig. Die muss es bei mir nicht unbedingt sein. Mir reicht das normale Spiel. Ah, ich bin voll. So, dann zaubern wir Protest mal auf ihn. Es gibt auch das mit diesem Keyboard, ne, was total krank aussieht. Das Schreibmaschinen-Keyboard sieht schon geil aus. Das muss ich sagen, aber was kostet das? 300 oder 400 oder so? Das ist total der kranke Scheiß.
Das ist die Premium. Ja, das muss sein. Pflichttitel. $900 ungefähr. What the fuck? Die haben doch einen Arsch offen, ey. So, jetzt können wir loslegen. Jetzt zieh ich mit ihr nochmal Stopp. Mit ihm gibt's auf die Fresse. Mit einem Fläschchen echten T-Virus, ja. Im Zweier war es doch aber der G-Virus, ne? Der trifft genau auf den G-Punkt. Oh, ich bin schon gespannt, wie der Birkin aussieht im Remake. Das wird krank. Das wird so durch, ey. Gott, mache ich Damage. Ja, G-Virus. Rakete! Oh, Shiva beherrscht nun Geist 20%. Siren Magie 40%. Geist war aber Defense wert, ne? Tschüss! Ey, wenn sie das rausgeschnitten hätten, was. Wow! Die haben überlebt! Squall! Sie sind alle wohl auf, ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Xell, Quistis, gut, dass ihr es geschafft habt. Squall, ist der Garten okay? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber dem Garten ist nichts passiert. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich hierher? Squall, lass uns das auf später verschieben. Stimmt auch wieder. Renoir, Erwin, geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Du sagtest doch eben, gut, dass ihr es geschafft habt. Ja und? Das passt gar nicht zu dir, aber ich finde das nett. Ja, komm. Mir war eben danach. Was dagegen? So meinte ich das nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man's auch sehen. Squall, hättest du das auch... Ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Du warst ja nicht dort. Oh, woher wusstest du, was ich fragen wollte? War ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Nee, so dappisch. Die ist so blöd. Jetzt übertreib nicht. Ja, was stimmt, was ist mit Claire? Stimmt, die hätten eigentlich so eine Doppelstatue machen können. Ich meine, bei God of War sind ja auch beide drauf, ne? Naja, bis dann, Squall. Ja, und tschüss. So. You will be crossing an enormous crane as you head into Fisherman's Horizon. Immediately after you step off, it will be a lookout or a ladder leading to a lower level. You climb down and proceed left to the factory. You'll find the master fisherman sitting on another crane. Talk to him and he'll give... Okay. Ihr habt mir das Leben gerettet. War es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank, nur... Nur was... Dass er uns versteht. Dass Sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrünstigen Halunken. Aha. Ihr habt so schlechte Vibes. Ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die was dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um den anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche führen erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für sie kämpfen. Denken Sie immer dran. Ja, das hat er schön gesagt. Danach hat er noch schön seine... Keine Ahnung. Was ein Depp. So. Kann ich da rein? Nee, ne? Ich
muss zu einem Crane. You'll be crossing an enormous crane as you head into Fisherman's Horizon. Oh. Drawpunkt entdeckt. Shale gefunden. Ja, nichts ziehen. Willst du was? Ja, gerne. Oh. Maverick hat er wohl. Da habe ich nichts Neues. Kettenpeitsche auch. Vollmondring auch. Flegel. Okay. Schatz, mit X, das war wohl nichts. Wie komme ich, Klar kannst du da rein. Ich bin da nicht reingekommen. Ich kann da nicht reinlaufen. Wie komme ich denn jetzt in Fisherman's Horizon rein? Warte mal, ich gehe erst zurück und... Ah, wenn ich aber zurückgehe? Stehen die vielleicht dort? Ich würde gerne speichern. Ich versuche mal zurückzugehen und zu speichern. Ne, ein bisschen zugenommen. Fängt aber bald wieder an. Mit Training. So, warte mal, bevor ich aber speichere. Koppeln, Zauber. Ah, das ist jetzt auch Defense. Hast ja gesagt Shell und Protest, gell? So. Ich muss über die kleine Brücke musst du gehen. Fisherman's Horizon überstehen. Welche kleine Brücke war ich da gerade eben schon? Ja, so sieht's aus. Da kann ich auch rein. Was ist denn... Oh! Die Figur. Die Sachen da habe ich vor langer Zeit von den Schumis bekommen. Als Schöpfer haben wir uns blendend verstanden. Da ist ein Heft. Ich will das Heft. Ich will das Heft. Ich will das Heft! Was ist denn jetzt los? Eine alte Timbermaniacs gefunden. Links neben welche Tür? Ach so, für in die Bar rein oder was? Ich will aber nicht zur Bar. Ich würde gern in die Stadt. Das hat Spaß gemacht. Ich werde später die Teile aufsammeln. Ich muss über einen Kran gehen, steht hier. Wo ich einen Fischer sehe und von dem Fischer kriege ich nämlich was Wichtiges. Okay, hier geht's nicht weiter. Links dem nicht. Ich probier's gleich. Ich probier's gleich. Ich wollte wissen, was ich aus mir machen kann. Es ist schon ein Jahr her, seit ich die Stadt Balamp verlassen habe. Na gut. Ja gut. Im Spiel, ne? Keine Ahnung. Oh. Hast ist wichtig? Okay. Mit der beste Skill. Ich glaube, Hast hätte ich sogar... Ich glaube, Hast habe ich schon, oder? Also außer das, was ich jetzt gezogen habe. Da hatte ich schon einen Gegner. Ja, ich habe schon 46. Ah, guck mal hier, Brongo. So geht's rüber. Ganz einfach. Eine Übernachtung kostet 100 Gil, oder wollt ihr lieber einkaufen? Einkaufen würde ich gern. Und zwar ein paar weitere Heiltränke. Ja, komm. So. Und ansonsten... Die Megapille haben wir ein paar verdonnert, das letzte Mal. Das reicht. Also ich muss über einen Kran gehen.
Ist vielleicht der Rückweg einfach. Ich guck mal. Ich speichere ab und guck mal. Müsste es ja hier lang gehen. Das ist nämlich ein Fischer und der gibt mir das Okkult Fan 3. Wieder eine Lösung durch Gewalt. Ja, so sieht's aus. Gewalt ist eine Lösung. Hey, du wieder, ha? Hast du mich vergessen? Wir haben uns am Kran getroffen. Stimmt, oder? Ich weiß nicht recht. Sorry. Wenn du so höflich bist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und ich meine, ich und mein Bruder kümmern uns um den Lift. Hast du ihn doch oben getroffen? Ja, genau. Es scheint, du hast nicht gewusst, mit wem du vorhin geredet hast. Na egal, wir sehen uns alle ähnlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag mir einfach Bescheid. Ah, okay. Hier hoch und dann am Silo. Ja, Junge, ich will den Lift benutzen. Ja, bitte. Und ab geht die Post. Schneller! Schneller! Lop. Kannst mir auch eine drehen? Das wäre voll Knorke. Director Shed hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garden. Verstanden. Ach ja. Was ist? Die Leute von FH sind doch alle hochqualifiziert. Ich hab etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung ist, wenn ich die mal frage? Wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Dann habe ich eine Zeit lang. Na klar, mach ich natürlich. Ich meine, natürlich nicht. Ich hab noch keine Ahnung, Mario. Eventuell erstmal Baphomets Fluch 3, das wollte ich nämlich nochmal machen. Und dann habe ich noch keine Ahnung. Warte mal, wir können den... Danke, Schatz. Wir können den Seed-Test mal weitermachen. Warte mal, das ist ja schnell erledigt. Sonst vergesse ich es die ganze Zeit über. Wo ist meine schlaue Tabelle? Hier. Und zwar war das unter... Tutorial? Test. Hier wird die schriftliche Seedprüfung. Sie sind auf Level 14. Wollen Sie an der Level 15 teilnehmen? 15. Okay. Muss ich mir gerade markieren. Yep. Ah. Dummheit. Yep. Okay. Ja, ja, nein, 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 ja, nein, ja. Habe ich alles gelernt? Test. Für 16. So, ja, nein, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein. Wow. Jetzt sind wir bei 17. Test. 17, ja. Ja, nein, 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 ja, nein, nein, ja, nein, nein. Beenden. Test. 18. Ja, nein. Nein. Nein, ja, nein, 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 nein. So, Test. Level 19 Prüfung. Ja, bitte. Yep. Ja, nein, nein, ja, nein, 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 ja. Test. Ja, Level 20. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, 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 nein, nein. Okay. Test. Level 21. Das macht echt Spaß.
Ja? Ja, 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 nein, nein, ja, 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 nein. Okay, Test. Level 22. Nein, 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 ja, nein, 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 ja, ja, nein. Test. Level 23. Ja, möchte ich? Ja, nein, 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 ja, 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 ja. Test. Level 24. Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, nein, 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 ja. Oh, ist das geil. Level 25. Ja, nein, ja, 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 nein, nein, ja, nein, nein. Okay, können wir können sogar weitermachen. Level 26. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein. So, sehr schön. Aber wir haben sie gleich komplett. 27. Nein, ja, nein, 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 ja, nein, ja, nein. Top Rank. Achievement unlocked. Ihr Seed Level ist bereits auf Rang A. Das ist der höchste Level, wollen sie trotzdem... Nee, lassen, komm. Braucht man nicht. Wenn ich schon der Beste bin, was soll ich denn da machen? 30 gibt's, glaube ich. Ich bin Test hier, ja. Ich bin Test hier. Top Tier Test hier. Ja, vielleicht mache ich ein Voting, Mario. Das ist eine gute Idee. Tests gab's 30. Aber ich glaube, ich brauche jetzt keine mehr machen. Level A. Hä? Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich dann nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Top-Test hier, Ren. So sieht's aus. Sag mal, ich komm doch jetzt zu dem Scheiß. Garten einfach wieder, oder nicht? Moment mal. Mit Reparaturen haben die also das gemeint? Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, überhaupt nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist auf unseren Boss Verlass. Gut, Boss. Ich hab dich lieb, Boss. Moment, ich komm doch da aber wieder in den Garten, oder nicht? Zurück, gell? Zurück. Irgendwo auf dem Scheißkran ist ein Fischer? Also ich muss auf einem Kran mit einem Fischer reden und von dem kriege ich das Okkult-Magazin Nummer 3. Das will ich nicht verpassen. Ah, hier. Hier ist die Leiter. Die habe ich nicht erkannt eben. Ich steck voll im Irwin seinem Arsch. Geht's hier nicht nach rechts? Dann geh ich halt nach links. Ach, da ist eine Leiter. Hinten lang kann ich nicht. Also der Bronco will unbedingt, dass ich Final Fantasy 9 spiele. Muss ich aber mal gucken. Ich glaube, ich mache zwischendrin so ein, zwei, drei kleinere Projekte. Irgendwas Kleineres. Weil das hier frisst schon viel Zeit. Und nächste Woche halt Shenmue, ne? Spiel ich wie bekloppt. Hier, na alle. Im Wohnviertel lebt mein kleiner Geselle. Ob er wohl auf ist? Ich bin etwas besorgt. Hey, du, schau bitte bei Gelegenheit, ob er okay ist. Gib mir jetzt das scheiß Heft. Oh, muss ich jetzt erst mit dem Jungen reden? Ja, okay, rede ich mit dem Jungen. Das ist ja dumm. Wenn man Platin will, ja. Bei FF9 ist das ziemlich assi. Wohl die Platin. Musste grinden ohne Ende für manche Gegner.
Du musst 1000 Mal Seil springen, was wohl ziemlich unmöglich ist. Beim 7er ging's, oder? Also in der Lösung hier steht, dass ich zuerst das Magazin krieg und dann den Typ suchen soll. Ach, die Substanzen. Die habe ich ganz vergessen in FF7. Die Musik hört sich an, als würden die in leere Flaschen pusten. Wo war denn der Hast-Draw-Punkt? Weil da könnte ich bestimmt jetzt nochmal ziehen. Kann man sich schon sterblich machen? Okay. Was ist der Junge? Ich lebe fast nur... In der Nähe des Bahnhofs steht eine Reparaturwerkstatt. Begreifst du? Er ist einer der Besten. Die muss man vorher austreten. Da ist der Junge. Junge! Hey du, fischst du gerne, oder? Was muss ich zu ihm sagen? Na klar. Ah ne, nicht ganz. Shit, nicht ganz. Schau doch mal, was ich da drauf habe. Und hopp! Autsch! Jetzt bin ich dran. Wenn er angeben will, passiert immer sowas. Ja, ich habe jemanden gesehen. Im Ernst? Und wie war er so drauf? Er war richtig cool. Gell, 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 ich bin sein Lieblingsschüler. Ich werde auch einmal wie er. Als der Garten kollidiert ist, hat er bis zum letzten Moment gefischt. Ist das nicht cool? Wir beide verstehen uns ja prächtig. Coole Sache. Ich werde mich in Zukunft noch mehr anstrengen. Und hopp. Kabum. Was ein Dip. Verdammt guter Stream. Junge. Junge. Du willst mich wohl ruinieren. Fahr hinaus, wenn du angeln willst. Hey, Alter, ich mache doch keine gefährlichen Sachen. War's das? So. Gerade mal kurz gucken. 5 out of 7. Best I can do. Wo war denn der Drawpunkt? Mit Hast? War der oben im Shop? Weil ich vermute, dass ich hier nochmal ziehen kann. Ah ne, der war hier unten, oder? Nee. So groß ist die City ja jetzt auch nicht. Los, reparier's schon. Für dich ist das doch ein Kinderspiel. Na? Ich will nichts triggern. Ich, egal. Was tust du da? Schnauze. Oh, Seeds! Ich bitte ihn, den Ironclad zu reparieren, den ihr kurz und klein geschlagen habt. Will er angeben, oder was? Glaub bloß nicht, du kommst so leicht davon. Hey. Hört sich ziemlich großkotzig an. Ja, das macht Spaß. Semi-intelligent, das ist sehr gut. Oh, zieh Leine. Was? Okay, machen wir es aus. Wir gehen nach draußen. Großer Junge, ich bin so cool. Ich bin so cool.
Ich bin so cool, ich bin der Beste. Ja, und jetzt? Der kommt nicht raus. Haut er jetzt ab? Ist er durchs Fenster abgehauen? Der ist aus dem Fenster getürmt. 2 gegen 1 ist unfair, hat er gemeint. Danke, bitte nimm das mit. Mega Phoenix, danke. So, dann laufe ich mal Richtung zurück. Geh kurz an den Speicherpunkt. Und dann bin ich für eine Sekunde weg. Ich brauche Wasser. Wasser. So. Bin gleich wieder da. Wasser. So lecker. Ich hab echt keine Ahnung mehr, wo der scheiß Drawpunkt war. Ah, ich muss den ansprechen, gell? Kaltes, klares Wasser. Und ab geht die Pusht. Hätte er mir das Magazin vor dem Kampf gegeben, oder was? Ha. Ich blick's gerade nicht so ganz. Weil hier steht, nachdem ihr den Boss besiegt habt, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So. Boah, der Weg ist halt aber auch so ätzend scheiße lang. Und dann die ätzend scheißenden Animationen, wenn du die Leiter hoch musst und wieder runter und was weiß ich. Total Banane. So, Opa, gib mir das Scheißheft. Im Wohnviertel lebt mein kleiner Geselle. Ob er wohl auf ist, ich bin etwas besorgt. Hey, du, schau bitte bei Gelegenheit ob... Ich hab doch schon geguckt! Das war der doch. Sag mal, ist das ein Bug oder was? Wieso funktioniert denn das nicht? Das ist nicht euer Ernst. Ist das ein anderer Junge? Nee, oder? Hätte ich vielleicht nochmal mit dem reden müssen? Mit dem Jungen? Oh boy. Kann man nicht irgendwo vorspulen, beiden? Das geht doch auch.
Ich meine, das war möglich. Müsste ich aber aus dem Spiel raus. Nee. Läuft ja alles über den Launcher. Was übrigens assi scheiße ist bei der Steam-Version. Ihr braucht eine Online-Verbindung zu Square, um die Final Fantasy-Spiele auf Steam zu spielen. Das ist bei einigen der Fall. Das heißt, offline ist da nichts möglich, was ich ziemlich schäbig finde, ehrlich gesagt. Ja, komm, nur mal speichern, hä? Auf, komm! Super, ne. Also normales Dragon Ball, ja, aber Super habe ich nicht geschaut. Nee, ich habe auch die zwei Filme nicht gesehen, die es gab. Ich hab's aber alles auf der Platte. Ein wenig Talent habe ich ja, schau doch her. Und hopp. Es wird nichts passieren. Holy fuck, was zum... So ist das also, komm mir bloß nicht damit. So ein Mist, der Faden hat sich... Wird er gerade gehängt? Der sieht aber noch voll gechillt aus. Lass mich runter, lass mich runter. Zaubert der jetzt was? So Ifrit draufgehauen oder sowas? Aua, was ist denn das? Wow, das war echt... Warum kommt jetzt die Victory? Was ist denn hier los? Cha-cha-cha-cha-cha. Es ist ja gar nichts passiert. Du verdammter Amateur! Wie gemein, sag doch sowas nicht. Das habe ich gelesen, ja. Wie lange wollt ihr denn bleiben? Fühlt euch wie zu Hause. Es wird langsam Zeit, dass ich meine wahren Künste zeige. Und hopp. Glaub nicht, dass du das ewig mit mir treiben kannst. Ho, 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 ho. Hat er den Arsch getroffen jetzt? Vor allem die Musik jedes Mal. Immer eine andere geile Musik aus dem Spiel. Platsch. Wow, wow, wow. Habt ihr gesehen? Wow, ich hab's geschafft. Yeah, jetzt kann ich endlich zu meinem Meister. Was? Irgendwie ist ja süß, ne? Das ist ja auch mal was, ist ja auch mal interessant. War Broly mehr eine Fanfigur oder so? Ich kenne Broly überhaupt nicht. Oder war das einer aus GT oder was? Oder GT ist ja nicht kennen, ne? Also so überhaupt nicht. Sag dem Meister Bescheid. Jetzt können wir dem Meister. Drei Filme hat Broly. So Standalone-Filme? Also wo es nur um ihn ging, oder... Ja, und jetzt wird das aber, oder was? In Zukunft? Kommt überhaupt noch eine Serie, oder wie läuft es ab? Ah, okay, okay. Die Main Story. Also geht die Serie tatsächlich weiter. Das ist ja super. Ah. Ne, es gibt so viel Zeug, was ich gern gucken würde oder so. Und dann, ich stream ja relativ oft, also hocke ich nicht irgendwie abends da und guck mir dann 20 Folgen Dragon Ball an oder so. Wird alles ein bisschen knapp. Zeitmanagement. Ich kündige einfach meinen Job, dann schaffe ich das. Black Goku und Turnier der Kraft. Hey, wie gesagt, Super habe ich sogar komplett auf der Platte. Also komplett. Die zwei Filme muss ich noch mir besorgen. Das war ja Battle of Gods und Resurrection F. Hieß der so? Ich weiß es gar nicht genau. Oh, ist das ätzend in der Stadt. Bist von meinem Gesellen beauftragt worden, oder? Er macht Sachen, was? Ein lustiger Junge. Hö, hö. Du nimmst dich wohl auf... Der hat es gesagt? Hö, hö, hö. Da schon wieder.
Was ist daran so lustig? Es ist nur, du bist doch einer, der es hasst, wenn sich jemand in deine Angelegenheiten mischt. Ja, gut möglich. Aber trotzdem, nein, Entschuldigung, ich nehme dich sicher nicht auf den Arm. Das Kind hat viel Talent. Na, wenn das so ist, dann viel Glück. Moment noch. Schenkst du mir ein wenig von deiner Zeit, bevor du nach Balam zurückgehst? Du gefällst diesem alten Mann. Wenn du noch etwas Zeit hast, komm doch in das Hotel. Oh Gott. Hey, du gefällst mir. Das wird mir Senras jetzt gefallen. Der befummelt gerne alte Männer, habe ich gehört. Ach so, ich habe gedacht, die Filme spielen vor der Serie und sind Aufbau zu dieser Serie. Eine Predigt halten. Alte Opas mögen sowas, nicht? Entschuldige, wenn ich das Thema wechsle, aber bald wird hier der Teufel los sein. Ich möchte mich in Sicherheit bringen. Nur den Rest überlasse ich euch. Nur den Rest. Jetzt gib mir das Heft! Nur den... Jetzt fick dich. Final Fantasy 8. Occult Fan 3. The magazine is obtained from the Master Fisherman. As soon as the party reaches Fisherman Horizon, down the ladder and the third screen, it features the item used to summon Doom Train. Ja, was ist, wenn ich es nicht geholt habe? Ich hab's verpasst. Und laut GameFAQs war das meine einzige Chance. Das war's. Ich kann nicht diese Nebenmission machen. Ich hab's verkackt. Gute Nacht, Bronco. Danke fürs Einschalten, gell? Okay, alles klar, Mario. Ja, das ist scheiße. Ich hab's Zweier. Hab ich's Einser auch nicht? Ne, ich muss das lesen, gell? Ja, das ist jetzt kacke. RIP. Reset, ich fang nochmal von vorne an. Scheiße, jetzt habe ich auch den ganzen Kram hier umsonst gemacht. Na egal. Das stand in der Lösung halt aber auch nicht drin. Ne? Da steht hier, mach den Bosskampf und dann A, was du danach machen kannst. Und hier ist fucking Webseite, ey. Fucking Scheißtrick. Ich geh zurück, mir reicht's. Ne? Ja, meistens auf dem Klo. Ja. Das stimmt allerdings. Das ist aber krank, ne? Das war ein Zeitfenster von 10 Minuten. In so einem Spiel, wo du das verpassen kannst.
Das ist schon mies. Ist nicht okay. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Du, 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 du. Hey, hip hop. So. Und zurück. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich überhaupt? Muss ich überhaupt in den Garten rein? Go to the quad. Ah, nee, ich muss auf das Festivalgelände in Fisherman's Horizon, oder? Siehst doch die Selfies an der Bühne. Ist das die Bühne im Garten oder ist es die Bühne? Gibt's eine Bühne in Fisherman's Horizon? Ich glaube nicht. Ich guck mal hier. Schüttel. Servus Bio, hi. Hast du geschüttelt? Wo ist denn das? Guck mal an die Tafel. Die wissen das besser als wie ich. Geil, ich kann nicht mal gucken. Hier freilich. Sehr schön. Sehr schön bei. So, hier war's Lazarett. Schulhof. Da könnte die Bühne sein. Ich glaube, wenn man da den Weg runter geht, kommt eine Bühne. Bam, 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 Shelfie steht hier. So ein Reinfall. Der Garten fliegt, wir sind mit FH kollidiert. Kein Wunder. Ich hätte so gerne die Band hier auftreten sehen. Ich hatte schon einige Musiker in Aussicht. Ach je. Sieht niedergeschlagen aus. Trösten. Wird schon werden. Danke, Spawn. Dass du mich tröstest, ist ja ganz was Neues. Ich wirke wohl ziemlich trübselig. Ganz was Neues? Ich empfinde auch wie ein normaler Mensch. Nur gegen die meisten Dinge kannst du sowieso nichts unternehmen, oder? Es nervt mich tierisch, wenn ich mit Leuten reden muss, deshalb... Hey, du grübelst ja wieder, aber laut sagen tust du nichts, gell? Na und? Wir reden gerade über dich. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. Ich bin ganz okay. Keine Sorge, Spawn. Irvine Kinius, ich überlasse sie dir. Hä? Squall, Squall, kommen Sie bitte ins Direktorat. Was ist denn jetzt schon wieder? Es bringt ja nichts, sich hängen zu lassen. Genau, Selfie, wir wollen Fun haben. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, die Chemie. Ja, komm. Die von dir produzierte Band für das Trotzdem-Game. Wow! Dann lass uns doch nach ein paar Musikern suchen. Das klappt, ja. Das wird cool mit ihr. Das wäre alles. Ich verstehe. Selfie hatte es schon berichtet. Sie müssen es schwer gehabt haben. Selfie meinte, dass sie den Bericht in ihrem Tagebuch veröffentlichen will. Sie sollte einmal hineinschauen. Übrigens... schien es das Ziel der Galbaldianer zu sein, Elion zu finden. Offensichtlich auf Befehl der Hexe. Elion besitzt die Kraft, die Gedanken eines Menschen in die Vergangenheit zu schicken. Ob sich die Hexe Edeka diese Kraft einverleiben will, oder gibt es andere Gründe? Ach, die Edeka. Sie meinen, die galbaldianische Armee handelt auf Befehl Edekas und hat den FH Elion gesucht? Die Lindenstraße. Die Final Fantasy Straße. Sie hatten auch den Befehl, die Stadt niederzubrennen. Unabhängig davon, ob sie Elion finden oder nicht. Tabak! Danke! Danke! Hey.
Sie wollten wohl die Stadt zerstören, um keine Zufluchtsstätte zu bieten. Verstehe. Die Hexe Edeka wird diese Taktik weltweit... Jetzt ist Miss Paper runtergefallen. ...weltweit anwenden, bis sie Elion gefunden hat. Wir können nicht mehr länger warten. Das bedeutet Kampf mit der Hexe. Oh oh. Oh oh. Hier spricht Direktor Shit. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ich habe Ihnen allen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Die Antriebsaggregate des Garden werden zurzeit repariert. Wenn die Reparaturen fertig sind, werden wir FH verlassen und uns auf eine Reise begeben. Das kotzt mich an mit dem Okkult-Fan-Magazin 3. Ey Gott. Wir werden gegen die Hexe kämpfen, der Garden wird uns als Stützpunkt dienen. Das Management wird weiterhin von mir und dem Team geführt. Uns steht ein Kampf bevor, dazu brauchen wir einen fähigen Anführer. Ich, der Direktor, habe Squall zum Truppenführer ernannt. Ja, eine Rise in die Selbsterkenntnis. In die tiefsten Tiefen eurer Seele. Ab sofort übernimmt Squall das Kommando über den Garten. Ich wünsche uns allen viel Glück. Das ist nicht fair. Wer meine Entscheidung nicht gut heißt, der soll sich direkt bei mir beschweren. Squall, es liegt jetzt an Ihnen. Das ist Ihr Schicksal. Der Kampf mit der Hexe war schon immer Ihre Bestimmung. Nee! Tun Sie nicht so, als sei mein Leben schon vorausbestimmt gewesen. Mit der Hexe kämpfen ist okay, solange ich ein Seed bin, ist das ohnehin unumgänglich. Solange ich ein Seed bin. Aus der Seed-Einheit austreten? Austreten und was dann? Was bleibt dann noch von mir? Ich will nicht mal dran denken, kommt nicht in Frage. Ich lieg wieder im Bett. Nee, alles scheiße. Ich muss tun, was der Direktor gesagt hat. Den Garten führen und die Hexe besiegen. Nicht die Kämpfe, was mir zu schaffen macht. Was mir zu schaffen macht, sind die anderen. Ich muss so schnell wie möglich die Hexe beseitigen und das Ganze beenden. Die Hexe ist doch die Ehefrau von Direktor Shit. Heißt das, wir sollen seine Frau beseitigen? Wie der sich immer im Bett wälzt. Oh, das ist ja furchtbar. Wie muss man sich fühlen, einen solchen Befehl zu geben? Hallo allerseits. Darf ich vorstellen, die Produzentin Selfie? Danke. Da Squall nun zum Kommandanten befördert worden ist, möchte ich ihm als Zeichen der Freundschaft ein Musikstück schenken. Das wird ein Spaß. Und wer soll das Stück spielen? Schau dich doch mal um. Wo? Meinst du etwa uns? Ob das gut geht? Lasst uns einfach probieren. Instrumente und Noten stehen bereit. 4 Leute bilden die Band. Wow, cool. Das ist günstiger als Scheidung hier. Die Seed-Truppe ausbilden, den Garten finanzieren. Alles geplant. Alles geplant. Tut mir leid, aber du spielst nicht in der Band, Renoir. Was? Ihr wollt mich ausschließen? Nein, nein, für dich habe ich eine besonders wichtige Aufgabe, Renoir. Und was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht einfach drauf losspielen. Darüber wollte ich mit euch sprechen. Ich habe diesen Posten angenommen, gleich nachdem ich die Schule gewechselt habe. Mein Vorgänger hatte Noten bereitgestellt, aber nach dem Chaos letztens sind die Blätter durcheinander gekommen. Das Stück besteht normal aus 4 Stimmen, ich habe aber hier 8 Stimmen. Was heißt das? Aus den 8 müssen wir 4 richtigen raussuchen. Dann müsste das Stück stimmen. Aber wenn wir die falschen Stimmen erwischen, haben wir einen Salat. Jeder nimmt ein Instrument und spielt seinen Part. Irvine wird dann die richtigen aussuchen. Dann fangen wir mal an. So, Saxophon. Passt, das ist gut. Okay, los.
Als nächstes Piano. Die Musik dazwischen drin. Howdy ho, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Ja, das passt. So, als nächstes die Gitarre. E-Gitarre. Ja, okay, gerne. Ich spiele auf meiner Gitarre. Oh Gott, hör auf mit dem Scheiß, ist okay. Was soll Quistis spielen? Bassgitarre. Ich bin die Quistis und ich spiel Bass. Das macht mir Spaß. Alles nass. So, komm, auf. Okay, los. Gitarre. Komm schon, Token, du kannst doch Bass spielen. Am Abend beginnt dein Patri Noah. Ich bin so aufgeregt, wird schon schief gehen. Ich freu mich so auf den Abend. Oh ja. Guter DM. Verdammt langweilig, was die anderen wohl machen? Speichern. Jetzt kann ich jetzt Doom Train gar nicht machen? Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das hört sich so geil an und ich kann es jetzt wohl nicht machen. Fehlt mir jetzt eine GF am Schluss? Alles scheiße. Ja, aber ich bräuchte dazu, glaube ich, dieses Occult Fan 3. Das war das nämlich. Da kommt er ja. Viel Glück, Rinoa. Hä? Hey, wie geht's? Naja. Du machst wohl auf Trübsal. Sag jetzt nicht wirklich. Wenn du das sagst, kann ich mich gleich vergessen. Nicht wirklich. Wie wär's mit einem Live-Konzert? Kein Bock, aber ich komm ja schon. Ich hab Chocobo-Shit, ja. Kann ich machen. Auf PC. Ich weiß zwar nicht, wie Chocobo-Shit funktioniert, aber ich kann's machen. Super! Also ich hab's noch nie probiert. Aber es ist drin in der Version. Hey, ihr beiden. Das sieht ja vielversprechend aus. Da gibt's einen Ort, wo ihr beide eine schöne Zeit verbringen könnt. Was muss ich denn mit dem Chocobo World Ding machen? Schöne Zeit. Neben der Bühne, ich hab's reserviert. Dort, wo die alte Zeitschrift liegt. Ihr könnt es benutzen. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich bin froh, wenn ich meinem Chef dienlich sein kann. Wie hat denn das früher funktioniert? War das mit diesem Bonus-Playstation-Ding? Mit diesem Mini-Ding oder was? Du machst dir um mich Sorgen? Ich werde es mir anschauen. Wenn ich komme, müssen wir uns aber abwechseln. Was? So, wo muss ich jetzt hin? Okay, danke Mario, super, geil, klasse. Dann muss ich mal gucken mit Chocobo World, wie das funktioniert. Oh, und dann sind wir ready to go. Ich versuche mich da mal schlau zu machen. So, jetzt muss ich aber run. Was? Scheint wohl nicht zu klappen. Ach, vergiss es. So viel Geld. Ich krieg so viel Scheiße viel Geld. Squall!
Dies ist ein Geschenk an unseren neuen Kommandanten, Squall. Und auch an dich, Rinoa. Was zum Henker? Lass es krachen, hier kommt die Selfie-Band! Oh. Ist schon süß gemacht, gell? Kann ich jetzt mit Tomaten schmeißen? Buh! So, was neben der Bühne, gell, kann ich mit der Rinoa abhängen? Hier, bei dem Magazin. Das muss der Platz sein, den Irvine gemeint hat. Oh, da liegt ein unanständiges Heft. hat ein Pornoheftchen dahingelegt fürs schöne Date. Hier, da könnt ihr gucken, was er später macht. Ihr perversen Schweine. Molotovs? Ui. Die Musik von Flodders, genau. Flächenangriff mit Nebenwirkungen, Giftstein, Blindtops oder... Wie zu erhalten, Ring des Salomon finden, am Tears Point benutzen. Okay, das muss ich mir mal rausschreiben oder sowas. Ah, danke Mario fürs Gucken. Muss mal gucken, wie ich an den rankomme. Ich lese mich eh mal schlau, was ich auf CD2 jetzt überhaupt schon alles machen kann. Dass ich nichts verpasse. Du wolltest mit mir reden? Ist das okay hier? So, raus mit der Sprache. Squall, du führst doch jetzt den Garten an. Das muss sehr anstrengend sein. Willst du mich unter Druck setzen? Du hast harte Zeiten vor dir. Du wirst manchmal nur noch vor dich hin nörgeln. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dir die Probleme wahrscheinlich alleine aufbürden würdest. Wirst. Ihr habt über mich gesprochen? Über deine Narbe im Gesicht, die immer wieder aufreißt. Weil du immer mit der Stirn runzelst, du Drecksau. Wir sind sehr gut im Nachahmen. Besonders dich, Squall. Du runzelst so die Stirn, dass die ganze Kruste abfällt. Wollt ihr sie gerade batschen? Alter! Bis morgen. Halt! Sorry! Wir haben darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich nicht alleine die Antwort auf alle Fragen finden kannst. Doch, ich habe die Lösung vom C-Test hier. Ich habe ihn vorhin gemacht. Ich habe gewusst, dass er geschubst wird. Es ist egal was. Es ist wirklich egal über was. Nur sprich einfach mit uns. Sprich über deine Sorgen und Probleme. Vielleicht können wir dir helfen. Wir wären dann auch in der Lage, unsere Kräfte auf die Mission zu konzentrieren, meinte Quistis. Wenn man sich auf andere verlässt, ist die Enttäuschung später groß. Wir können alle nicht ewig zusammenbleiben. Wenn du Freunde hast, die dir vertrauen und Erwachsene, denen du vertraust, fühlst du dich geborgen, aber es ist falsch, sich daran zu gewöhnen. Eines Tages wirst du aus dieser Geborgenheit herausgerissen. Begreift ihr nicht, man fühlt sich verlassen und das ist sehr, sehr hart. Irgendwann kommt so ein Zeitpunkt. Es ist schwer, das zu überwinden. Deswegen will ich alleine sein. Ich brauche keine Freunde. Oh, Mario, hast du mir das als Nachricht geschickt? Danke. Sorry, aber ich finde es grässlich. Was? Meinst du mich? Wenn du meinst... Bist du fertig? Nein, Squall, ich meinte dieses Musikstück. Ich mag diese Melodie, aber die Art, wie sie es aufführen, finde ich echt grässlich. Ist ja schon gut. Ist es nicht? Squall, ich warte auf deine Antwort. Antwort auf was? Ach ja. Wenn ich keine Wahl habe, werde ich euch um Hilfe bitten. Gut so? Warum? Warum sagst du nur sowas? Bist du sauer? Das war doch nur ein Missverständnis, oder? Tja, sorry. Ja, danke Mario. Ich hab's gerade eben, habe ich die Meldung gekriegt. Danke. Guck ich mal nach. Sag nicht sorry, wenn du es nicht so meinst. Damit willst du doch nur sagen, das Gespräch ist beendet.
Warum artet das immer so aus? Warum bloß? Und tschüss. Naja, egal, das ändert sowieso nichts. Ich will lieber alleine sein. Die ist wirklich so kacke, gell? Aber das Squall auch. Das ist dasselbe Problem wie Szena. Die Figuren sind einfach scheiße. Die sind alle so dumm. Oh, gibt's in Final Fantasy nur dumme Leute? Squall ist ein Opfer seiner Umwelt, ja. L. Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ja, FF7. Da ist die Story ganz okay. Jetzt auch nicht irgendwie die beste Story der Welt, aber die Figuren waren halt, waren echt voll in Ordnung. Die waren ein bisschen bodenständiger, habe ich das Gefühl. Wieder grinden, och nee. Squall, Schulsprecher Squall, bitte sofort auf die Brücke. Schulsprecher? Wunderschön. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss. War jetzt echt lang. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoff, ihr hattet Spaß. Und eventuell geht's morgen Abend weiter. Wenn nicht, vielleicht am Sonntagabend oder Montagabend. Aber ab Dienstag ist eine Woche Tuck. Da wird Shenmue gespielt. Bis ich das erste durch habe und das zweite... Schauen wir mal, wann ich das zweite stream, ob ich das direkt danach mache. Keine Ahnung. Danke, Mario. Das speichere ich mir gleich ab. Falls das... Kann ich das... Ah, ich kann es direkt vom Ding aus öffnen. Okay. So, speichern. Final Fantasy 8. Erledigt. So, steht da irgendwo CD2? Nee. Nein. Okay. Doom Train. Ring des Salomon zu finden am Tears Point benutzen. Die Items Eisenrohr im Inventar sein. So, jetzt brauche ich schon aber. Ring des Salomon. FF8. Komm mal ins Final Fantasy Wiki. Ah, auf diesen Ring wird in der dritten Ausgabe der Zeitschrift Okkult-Fan hingewiesen. Okay. Ist ein Item, mit dem man herbeirufen kann. Erhält man im Tears Point. Dort liegt er zu Füßen inmitten auf der befindlichen Statue. Tears Point weiterführender Link. Wann kommt man zu Tears Point? Muss ich mir merken. Aber da müssen wir früher oder später wahrscheinlich eh hin. Östlich der Esterstadt. Also das ist sogar schon ganz in der Nähe, so wie es aussieht. Krasse Scheiße. Ja, ich habe mich auch gefreut, Bio, dass du drin warst. Brauche ich noch andere GF zum Sachen herzu? Ja, genau. Muss ich Sachen lernen wahrscheinlich und so. Ich guck nach. Ich guck erstmal, was ich generell auf CD2 überhaupt holen kann. Und dann guck mal, wie wir es machen. Ich bin ja noch nicht mal frei bis jetzt. Das ist ja der Nachteil. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, Leute. Ich weiß noch nicht genau, wann wir uns sehen. Guckt zur Not ins Discord oder auf Twitter werde ich es vielleicht schreiben. Wird eher spontan, wann ich das Wochenende stream oder ob ich noch das Wochenende stream. Falls wir uns nicht mehr sehen, schönes Wochenende. Und adios. Bye, bye.